Schönen guten Abend allerseits. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr habt Bock, euch in den nächsten 7 Minuten von Münsterama unterhalten zu lassen. Vor euch liegt nämlich eine Sendung, in der ihr so einiges über die größten Meeressäuger der Welt lernen könnt. Aber was euch wahrscheinlich noch mehr interessiert, ihr könnt auch noch was gewinnen. Doch dafür müsst ihr bis zum Schluss von Münsterama durchhalten. Was vielleicht für den ein oder anderen Zartbeseiteten unter euch nicht ganz so leicht sein wird. Denn jetzt zeigen wir euch erstmal, was für einen Knochenjob Sandra 5 Stück hat. Meine Kollegen Christina und Dennis haben mir mal dabei über die Schulter geschaut. Vergangenen November. Ein Fischer fand den 15 Meter langen Pottwal vor der Nordseeinsel Pellworm. Vermutlich hat er sich in der Nordsee verirrt und ist verhungert. Was hier wenig appetitlich aussieht und eher an eine Schlachtung erinnert, ist aber genau das Gegenteil. Eine Sensation nämlich und eine einmalige Chance für das LWL-Museum für Naturkunde. 11 Fachleute zerlegten das knapp 30 Tonnen schwere Tier. Die Arbeit erwies sich für die Präparatoren aber als sehr schwierig. Also es war dann echt so gewesen, dass wir da vor dem Wal standen, haben uns ein Feld von 2x2 Meter abgesteckt und haben gesagt, hier irgendwo muss ein 30 cm großer Knochen liegen. Doch das Suchen hat sich gelohnt. Das 5-köpfige Präparatorenteam des LWL-Museums für Naturkunde hat inzwischen viele Knochen mazeriert. Dabei zerfressen Bakterien das Fleisch und befreien so den Knochen, der dann später entfettet und zum Schluss gebleicht wird. Also hier haben wir zum Beispiel das Schulterblatt von unserem Pottwal, was sehr leicht ist. Also ich kann das mit einer Hand tragen, ist überhaupt kein Problem. Und hier sieht man schön, wie porös die Knochenstruktur ist eigentlich. Dieses Schulterblatt ist jetzt komplett fertig mazeriert und entfettet. Die großen Knochen der Wirbelsäule und des Kiefers kommen allerdings noch aus Stralsund, da die Kapazitäten in Münster zum Präparieren so großer Körperteile nicht gegeben sind. Die Vorbereitung für die Ausstellung Wale, Riesen der Meere laufen aber trotzdem schon auf Hochtouren. Jeden Tag kommen neue Exponate an, die Sandra auch bearbeitet. Und dann am Schluss kommen jetzt noch die Schulterblätter dran und dann die Flipper oder Flossen. Und da haben wir hier eine fertig zusammengestellte Flosse oder Flipper, die ich nach dem Original-Flippern zusammengebastelt habe. Neben dem Präparieren von Skeletten gehört zu Sandras Job auch die naturgetreue Nachbildung von Pottwalorganen. Wie man hier sieht, sind wir gerade dabei zu testen, wie sprühen wir oder kolorieren wir das Gehirn. So schön, dass es eigentlich naturgetreu dann zu sehen ist für den Zuschauer. Übrigens ist es das größte Gehirn im Säugetierreich. Groß ist mit rund 1,60 Meter auch der Penis des Meeresgiganten, der dann in Originalgröße in der Ausstellung zu sehen sein wird. Auf insgesamt 1700 Quadratmeter beginnt dann ab dem 21. September die Ausstellung Wale, Riesen der Meere, bei der viele Meeresbewohner zu bestaunen sein werden. Bis dahin gibt es aber noch viel Arbeit für das Präparatorenteam. Ja, was macht man nicht alles im Namen der Wissenschaft? Also bei der ganzen Arbeit würde ich sagen, lohnt sich ein Besuch im Naturkundemuseum auf alle Fälle. Und für euch lohnt es sich jetzt auch noch weiter dran zu bleiben, denn ihr könnt dieses coole T-Shirt oder die aktuelle CD von Shubangi and the Maxons abgreifen. Was ihr dafür tun müsst, zuerst die kurze Zusammenfassung des WG-Jams der Band gucken und dann die Gewinnfrage beantworten. Also, passt gut auf! Hallo und herzlich willkommen beim WG-Gig, unser zweiten hier in Münster. Und wir spielen heute Shubangi and the Maxons. Wir sind hier eingeladen, ein paar Gäste haben wir schon da. Und wir freuen uns tierisch. Super viele nette Leute hier. Kommt einfach mal rein.
Unsere EP Masala Kingdom zeichnet aus, dass sie sehr energetisch ist. Das zeichnet uns auch auf der Bühne aus. Wir haben Hip-Hop, Soul mit drin. Wir haben zwei Features auf der CD, Dr. Ringding und Thompson aus Münster beide. Und ja, holt euch die CD, wenn ihr Soul und Hip-Hop mögt. No one needs to love. Erstens, wir haben eine Theke, wir haben einen richtig geilen Raum und die Wohnung musste mal wieder geputzt werden. Das war ein guter Anlass. Und es war ein richtig guter Anlass, Leute einzuladen. Ja, jetzt aber ran an die Buletten. Wir wollen von euch wissen, wie die aktuelle CD von Shubangi and the Maxons heißt. Wer die Antwort kennt, schreibt einfach eine Mail an die eingeblendete E-Mail-Adresse. Und wenn ihr Glück habt, gewinnt ihr ein T-Shirt oder die besagte CD. Die Shirts haben wir übrigens in den Größen M bis XL vorrätig. Ja, und weil es so schön war und wir euch heute nicht alles zeigen konnten, seht ihr morgen den WG-Jam der Band in der Extended Version. Also, einschalten nicht vergessen, morgen um 18.50 Uhr gibt's wieder eine geballte Ladung Münsterama. Bis dahin, macht's gut!